rechtsextreme Musik ist nicht mehr als dumpfbackiger Glatzenrock. Das war einmal, ob Hip-Hop oder Metal. Neonazis bedienen sich heute ganz unterschiedlicher Stilrichtungen. In Neudietendorf bei Erfurt treffen sich Teilnehmer aus ganz Deutschland zu einer Bestandsaufnahme rechter Musik. Wie sich die rechtsextreme Musikszene entwickelt hat, das will die Bundeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit der Landeszentrale Thüringen untersuchen und hat zu der zweitägigen Fachtagung Neue Töne von Rechts eingeladen. Das Thema rechtsextreme Musik ist ein Thema, was uns seit Anfang der 90er Jahre intensiv beschäftigt. Wir haben festgestellt, dass der Fachdiskurs jenseits einer pädagogischen Betrachtung in den letzten Jahren deutlich nachgelassen hat. Dies war wiederum für uns ein Anlass, zu versuchen, eine Bilanz zu ziehen, ein Resümee zu ziehen, um zu sehen, wo wir heute stehen. Aber über diese engere Rechtsrockszene hinaus den Blick zu weiten für problematische Entwicklungen im Bereich des musikalischen Mainstreams. Das heißt, wir haben nicht nur die offensichtliche Neonazi-Musikszene, die seit Jahren im Blick ist, sondern wir haben auch diskriminierende Einstellungen, die im musikalischen Mainstream transportiert werden. So wird in den Workshops und Vorträgen nicht nur beispielsweise die rechtliche Lage angemeldeter rechter Konzerte diskutiert, sondern ebenso homophobe Reggae-Texte ins Blickfeld gerückt und über die Südtiroler Band Freiwill debattiert. So vielfältig wie das Programmheft ist, so vielfältig sind auch die Interessen der insgesamt 125 Teilnehmer. Ich schreibe derzeit meine Masterarbeit und ich möchte ein medienpädagogisches Projekt zu Rechtsextremismus entwickeln. Und ich bin hier, weil ich zum einen natürlich irgendwie den Background brauche, also einfach fachliche, noch mich fachlich vertiefen möchte. Und zum anderen, ja, bin ich hier, weil es, also ich war jetzt zum Beispiel im Workshop Internet und es ist einfach total spannend zu sehen, wie agiert wird, wie propagiert wird. Ja, ich komme vom LKA Mecklenburg-Vorpommern, mache dort seit 17 Jahren Auswertung rechter Medien. Ja, und bin hier, weil mich das einfach interessiert. 30 Jahre Rechtsrockmusik ist natürlich ein interessantes Thema und auch die Workshops, die hier angeboten werden. Am liebsten würde man zu allen gehen, aber geht leider nicht. Ja, es war natürlich heute sehr viel Input und sehr viel Inhalt. Ich glaube aber, dass das ganz selten passiert, dass das in so einer konzentrierten und auch hochkompetenten Form hier so versammelt sind. Ich treffe hier auch sehr viele Leute, die bundesweit zum Thema arbeiten, die eine hohe Kompetenz haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Vernetzungseffekt. Ziel der Tagung ist nicht nur, den Multiplikatoren eine Hilfestellung in ihrer alltäglichen Arbeit mit rechten Jugendlichen zu bieten, sondern auch Austausch und Vernetzung untereinander herzustellen. Wir wünschen uns natürlich, dass Impulse für die eigene Arbeit hier entwickelt werden, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sich für diese Tagung entschlossen haben, tatsächlich mit einem Mehrwert das Haus wieder verlassen werden und dass sie gestärkt zurückkehren. Ganz wichtig, dass sie das Gefühl auch zu vermitteln, sie stehen nicht alleine in dieser schwierigen Frage, sondern viele, viele Kollegen, die ähnliche Erfahrungen machen und hier sie ein ganzes Stück Unterstützung erfahren haben. Wir werden in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus nur erfolgreich sein, wenn unterschiedliche Berufsgruppen kooperieren und Kooperationsfelder erschließen und über ihren eigenen beruflichen Horizont hinaus Kontakte und Vernetzung suchen. Aber diese jeweiligen Berufsgruppen müssen im Blick haben, dass es auch andere gibt, die an diesem Feld arbeiten und diese Kooperation suchen. Und wenn uns mit dieser Tagung ein klein bisschen Vernetzung mehr gelingt, ist es, denke ich, schon ein großer Erfolg.